Schaut mal her, was ich geschenkt gekriegt habe. Zwetschgen. Bisschen grün teilweise noch. Ein wenig sauer sind sie auch noch. Aber nicht bloß die fünfe, sondern eine große, große Menge habe ich an Zwetschgen geschenkt gekriegt. Die müssen natürlich verarbeitet werden. Heute mache ich daraus aus dem bayerischen Kochbuch einen Zwetschgenkuchen. Und zwar einmal aus dem Quarkölteig. Das geht nämlich ganz einfach, aber weil sie so sauer sind, muss ich da unbedingt auch noch Streusel auf machen. Und diesmal mache ich Streusel mit Haselnüsse drin. Die werden ganz crunchig und ganz, ganz gut, wenn alles hinhaut. Aber sehen wir es wieder mal positiv. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen bei meinem Zwetschgenkuchen mit Streusel drumherum aus Quarkölteig. Für meinen Zwetschgenkuchen aus Quarkölteig brauche ich folgende Zutaten: 150 Gramm Magerquark. Da habe ich jetzt zum Beispiel einen Topfen hergenommen. Der Topfen ist trockener wie der Magerquark, denn wenn der Magerquark so nass ist, sollte man ihn in ein Tuch geben und ein bisschen ausdrücken. Aber das brauche ich da nicht, weil der nämlich sehr trocken ist. Dann brauche ich 100 Milliliter Öl, ein Ei, 75 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Vanillezucker, 300 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver. Als Belag brauche ich natürlich die Zwetschgen, 1 bis 1,5 Kilo. Und ich tue Streusel drauf. Wenn es keine Streusel drauf hat, müsst ihr am Schluss einen Zucker drüber streuen, denn die Zwetschgen sind ziemlich sauer. Und wenn ich Streusel drauf tue, ist in den Streusel schon ziemlich viel Zucker. Und für die Streusel brauche ich nochmal 150 Gramm Butter, 250 Gramm Mehl, 100 Gramm gemahlene Nüsse, 150 Gramm Zucker und einen Teelöffel Zimt. Für den Teig gebe ich als erstes den Quark in die Schüssel. Dann kommt dazu der Zucker, Vanillezucker, Öl, Ei und Salz. Dann gebe ich diesen Rührbesen auf meine Maschine und rühre das ein bisschen. Ihr könnt das aber auch alles mit einem Handrührgerät oder mit einem Schneebesen machen. Ein halber Backerl vom Backpulver kommt jetzt unter das Mehl. Das Mehl kommt jetzt zur Quarkölmischung. Der Knethaken kommt auf. Und nun verknet man das. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch mit der Hand machen. Der Teig ist schnell geknetet. Jetzt nehmen wir ihn aus der Schüssel. Nun braucht man einen Teig so groß als das Backblech. Deswegen muss ich ihn ausrollen. So, jetzt schauen wir mal, ob er reicht. Ich probiere einfach das mit dem Papier. Das müsste durchgelangen. Die Zwetschgen sind alle gewaschen, haben aber jetzt noch nass. Ich muss eigentlich jede abtrocknen, aufschneiden, entkernen. Und ich schneide es da ein bisschen auseinander, damit es schöner dort liegt. Und die kommen jetzt ganz dicht auf mein Blech drauf, oder auf den Teig drauf, besser gesagt. So, jetzt habe ich die ganzen Zwetschgen da drauf. Ist schon eine langwierige Arbeit. 20 Minuten habe ich schon gebraucht. Und die sind entsetzlich grün. Naja, aber einen geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul, heißt doch, die werden schon ein bisschen weicher und süßer, aber rohe mache ich das nicht. Ich glaube, da kriegt man Bauchweh. Na, jetzt machen wir aber die Streusel. Mehl,
Zucker, gemahlene Haselnüsse und Zimt vermischen. Geschmolzene, aber nicht heiße Butter dazugeben. So ein bisschen unterheben. Und zum Schluss noch so Streusel draus machen. Über die Zwetschgen streuen. Bei 160 Grad Umluft eine Dreiviertelstunde backen. Minuten war jetzt im Rohr drinnen und er ist schön braun geworden. Und wenn er jetzt abgekühlt ist, zeige ich euch, wie er von innen ausschaut.